Hallo zusammen. Ich stelle euch hier ein Messer vor, was ich schon ein bisschen länger habe. So Preisbereich 45 bis 50 Euro. Das ist das Condor Bushlore. Zum einen hat es schon mal eine wirklich sehr schöne Lederscheide. Hier ist das Kondorzeichen eingeprägt im Leder. Ist doppelt gestochen. Sehr schön verarbeitet. Und dieser Gürtel, diese Gürtelaufnahme, da passt also wirklich jeder Gürtel rein. Sehr schön gearbeitet, wirklich. Echt Leder. So, zum Messer selbst. Das Walnussgriff. Die Stahl ist ein 1075er Kohlenstoffstahl. Hier ist eingeprägt das Zeichen von Condor und El Salvador, wo es hergestellt wird. Ich werde es mal wiegen. Das Messer selbst wiegt 155 Gramm, ist also nicht allzu schwer. Und die Scheide, mit der Scheide dazu, 221 Gramm. Die Scheide 66 Gramm. Es hat ein keinen sehr steilen skandinavischen Anschliff, ist von Werk aus extrem scharf, muss man sehr aufpassen. Und der Griff ist 12,5 cm und somit ergibt sich 23,5 cm Gesamtlänge. Der Griff ist wirklich gut gearbeitet, nicht ganz synchron, also nicht spiegelbildlich gearbeitet. Das lässt aber auch darauf hin schließen, dass es handgearbeitet ist. Oh, ich hoffe, man kann das so sehen. Hier unten ist er ein bisschen flacher als hier auf der Seite. Ist also keine maschinelle Herstellung. Das sieht man auch am Anschliff. Wirklich sehr stabiles Messer. Kam, also da ist schon was länger. Ich habe es noch nicht nachgeschliffen. Nach der letzten Aktion kam wirklich extrem scharf. Ist die Seite von der Klinge hier matt. Ich nehme mal an, das ist wohl Sand gestrahlt. Und hier ist es, ist das Finish eher so wie, mal sehen. Ja, kann man sehen. Kann man auch schon sehen, dass ich das schon ein bisschen in Benutzung hatte. Das war es jetzt noch nicht so ganz. Ach, übrigens, dieser Fangriemen, der nimmt die Öse für den Fangriemen, nimmt genau eine ein Fallschirmseil auf. Aber ich bin kein großer Fan von vom Lanyards oder so. Hier übrigens, diese Übergänge sind nicht immer hundertprozentig richtig gemacht. Das werde ich wohl mal irgendwann mal nacharbeiten, wenn ich die Zeit dazu habe. Hier unten ist es genau richtig. Ist also ein Full-Tang-Messer. Sollte einem der Griff also mal kaputt gehen, lässt er sich auch sehr einfach nachproduzieren.
So, das war es jetzt aber noch nicht ganz, denn jetzt werde ich damit rausgehen und so die typischen Arbeiten, die man im Wald damit macht, euch zeigen. Unter anderem auch das von mir etwas, ja, gehasste Beton. Gut, gehen wir raus. Sind ja Schafe und eine Ziege. Antworten nicht. Wir sind hier oberhalb von Melamkellisch. Da hinten ist das stillgelegte Atomkraftwerk. War, glaube ich, nicht ernsthaft einen Tag am Strom. Ja, und irgendwie sieht das nicht so wirklich rauschend aus heute. So von Sonne können wir heute nicht reden. Weiter unten, da habe ich ein bisschen was für uns entdeckt. Und da will ich jetzt das Condor Buschlor für euch ein bisschen ausgiebig testen, als nur so ein Stück Papier zu schneiden. Hier und da. Ein bisschen auf die Fresse. Ja. Also, es geht um das Condor Buschlor. Ein wirklich gutes Messer. Wenn ich jetzt ein Stück Holz nehme, ist dazu gestehen, das ist mein Holzstapel. Also, tut mir leid, wer auch immer dem auch immer dieser Stapel gehört. Ich brauche es gerade für einen Videozweck. Ist für einen guten Zweck. Dann nehmen wir einfach mal so einen schönen gescheiten Schaltholz. Nehmen wir die Lederscheibe runter. So. Müssen wir nachgucken. Ist hier ein kleiner Riss, dann gucke ich immer nach, weil wenn ein kleiner Riss ist, dann lässt es sich einfacher spalten, das wäre hier. So, ganz normaler Holzscheit, hier ein Beton.
So. Da war doch ein kleines ansehnliches Stück Holz. Und mal gucken, wie sich damit schnitzen lässt. Mal sehen. Kommt das sehen? Mal gucken, ob das funktioniert, was ich vorhabe. Also, scharf geschnitzt, um es in ein Holz oder in einen Baum reinzuschlagen. Jetzt machen wir was anderes. Da habe ich aus dem Stück hier das hier rausgeschnitten. Ich mache das jetzt mal von der anderen Seite. Kann man sehen? Gut. So, wie man sehen kann, hat das dem Messer keinesfalls geschadet. Das ist immer noch gerade. Jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe. Was andere Leute machen, das ist Chopping. So, und das war's eigentlich von mir mit einem kleinen Messertest, dem Condor Buschler, wirklich einem sehr guten Messer. Im Preissegment von, ich nehme da hinten ein bisschen, erstmal die Mütze ab, ein bisschen was von der Kulisse mit. Das Condor Buschler für unter 50 Euro, also in der Regel bekommt man so um die 40 Euro ein saugeiles Messer, scharf ab Werk. Sehr stabil, einen richtig guten Scandi-Anschliff, ja, da steht die Weltkopf. Also, einen wirklich guten Messer, kleines Geld, und dann Messer ohne Holz, Plastikgriffe mit einem anständigen Holzgriff. Ja, das war's.
von mir für heute. Wunderschön hinten, ne? So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Condor Buschler. Ich konnte darauf wetten, Remias kriegt kurz, wenn er das Messer sieht, weil das Messer kostet circa ein Achtel dessen, was seins kostet. Und ist genauso gut. Tschüss. Macht's gut.